Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black. Wir haben uns gerade, ja, in der Sulendin-Feste festgesetzt. Also wir haben die Flagge erobert. Uns gehört jetzt die Feste. Hier können wir die Gruppe wechseln. Das will ich gar nicht. Waffen herstellen will ich ehrlich gesagt auch nicht. Rüstung herstellen, Regulierung, Tränke kaufen, aufwerten, Waffen modifizieren. Mal gucken, ob kann ich hier irgendwie Heiltrank? Heilung erhöhen, Elfenwurzel und den Dämonenlotus suche ich immer noch. Wenn ich den Dämonenlotus hätte, würde ich ja die Elfenwurzel und sowas, aber ja, ich finde ihn nicht. Wahrscheinlich bin ich dafür schon tausendmal dran vorbeigerannt, aber naja, gut, okay, was soll's. So, wir hätten hier unten nichts zu tun. Wo ist denn der Typ mit der neuen Quest und der da? Scherben im Empries. Ach so, Scherben gibt's ja auch noch. Da sagt das doch. So, dann muss die ja hier hinten liegen, da, also ja. Okay. Auf der Festungsmauer. Okay, diese neue Quest. Wo ich nicht hinkomme. Aus irgendeinem Grund. Und da ist hier. Hallo. Hast du eine Quest für mich? Guten Tag, euer Gnaden. Nö. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Na gut. Ich lese mal hier. Handel mit Kalscharok. Dichters. Ja, ihr wisst ja, Pause und so, ne? Einfach Pause drücken bei YouTube, das geht ja wunderbar. Sonst ist hier keiner. Du hast nichts zu tun für mich, du Doofkopf. Ein schöner Tag, nicht wahr? Gibt es etwas Neues, Baron? Wir planen, tiefer in die Region vorzudringen, um sie für Reisende und Händler sicherer zu machen. Ja, dazu braucht er mich ja nicht. Auf den Weg machen. So, okay. Sicheres Geleit, sichere den dritten Turm, den zweiten Turm und den ersten Turm irgendwo. Ach so, das ist wohl die neue Quest, die ich jetzt habe, oder was? Ah, da hinten. Jetzt muss ich dahinter. Ja, ganz toll. Kann ich hier hinreisen? Nein, ich kann aber hier hinreisen. Und hier hinten hätte ich noch eine Quest, aber die ist egal. Hier hätte ich auch noch urtümliches rotes Lyrium. Kann ich hier hin? Nein. Dann gehen wir mal hier hin, machen hier den Wegpunkt und hauen uns erstmal das da. Dann gehen wir hier drüben das Zeugs wieder bei dem Drachen, den wir ja eigentlich schon getötet haben. Naja, okay. Also ein bisschen was haben wir hier im Priest noch zu tun und dann geht es nach Hause und ja, wir rüsten uns aus und ja, gehen mal direkt die Wächter retten und so. Dann danach. Also keine Sorge, lang müsst ihr im Schnee nicht mehr aushalten. Ich mag auch keinen Schnee, deswegen sollte das schon schnellstmöglich ja, erreicht werden, damit ich hier endlich weiter kann. Will nicht mehr. Ich mag keinen Schnee. Schnee ist doof. Schnee ist doof. So, hier entlang. Interessant ist schon Folge 2 und wir haben noch keinen einzigen Fight vollführt. Noch keinen Kampf. Schließlich noch greifen, weil wir ja alle schon weggeschnetzelt hatten. Mal schauen, vielleicht finden wir ja doch mal irgendwo irgendjemanden, der ein bisschen überlebt hat. So, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Hä? Nicht so. So. Ich glaube, ich gehe einfach mal den Weg. Mal schauen. Weil hier biegt's ja ab. Solange es hier abbiegt, ist alles gut. Ah, sieht man. So, entdeckt Drakansturm. Da hätten wir Arbor-Segen. Der nützt mir nichts. Ich will eigentlich nur da hoch. Hep. Und sehe nur Drakons Aufstieg. Und hier haben wir eine Küste zum Plündern. Entweder ist das unten oder das ist hier drinnen. Was wahrscheinlich hier drinnen ist. Weil hier schon, da leuchtet es ja schon Lyrium-mäßig raus. Wir müssen nur gucken, wo ist denn hier der Eingang dafür? Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Ja, das ist ja toll. Wie komme ich hier rein? So. Bleib gleich mal auf dir. Die liebe Cassie kann ja eh das Ding kaputt machen. Man muss nur eben mal einen Eingang finden, ne? So, also vielleicht doch nochmal hier hoch. Ich guck mal. Hep. Kann ich hier? Nein. Muss ich mich hier hochschnüppeln? Nein. Willst du mich veralbern? Wie soll ich da hochkommen? Oder gibt es hier gar ein... Nee, also die Höhle, die ist, denke ich, zu weit weg. Valeska ist wacht. Da brauchen wir nicht hingehen. Die wird das Rätsel nicht lösen. Huch. Aber Segen wird es auch nicht lösen. Irgendwie muss... Ach so, hier hinten ist schon mal das Artefakt. Machen wir das mal wenigstens an. Vielleicht hilft das ja schon mal. Gut. Schlupp. Das dürfte helfen, den Schleier zu stärken. Das ist schön. Einfluss gewonnen. Und eigentlich müsste hier das Ding kaputt machen können.
aber ich kann nicht. Und rein komme ich auch nicht, weil dieses blöde rote Lyrium wahrscheinlich den Weg ja, zugesperrt hat. Mist. Blöder Mist, blöder. Vielleicht hätte ich da eher mal reingemusst. Jetzt ist es zu spät. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal, also wenn ihr es selber gespielt habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was jetzt und wie ich da rankomme. Im Moment komme ich nur ja gar nicht ran. Das heißt, wir nehmen die einfach weg und gehen in die Richtung und kämpfen uns zu diesen Wegpunkten durch, die wir da sichern sollen. Natürlich laufe ich voraus, wie immer. Hier entlang. Einmal nach unten, hallo. Über die Brücke. Wenn hier ja recht lang war. Kann ich da drüben wirklich... Habe ich da keinen... Nee, ich habe keinen Wegpunkt. Verdammt ich. Da hätte ich auch nicht hinreisen können. Na toll. Na gut, wir gehen trotzdem durch. Judika hier ist Übergang. Den Drachen selbst haben wir schon platt gemacht. Also von Drachen gibt es hier keine Gefahr mehr. Geschlossene Risse im Nichts. Risse bei den Quellen. Hm, welche Quellen? Hier sind doch gar keine Quellen. Euer Gnaden. Hallo. Huch, Entschuldigung. Wo wir auch nochmal hin könnten, ist in... Hä? Du willst mich wohl verarschen? Ich hab dich doch platt gemacht. Du kannst nicht schon wieder da sein. Ich hab dich getötet. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Ich guck nochmal nach. Ich meine, wenn ich eine zweimal umbringen muss, dann mache ich das eben. Das stört mich jetzt wenig. Im Sonnenbecken angekommen... Ich glaube, hier ging es irgendwo rein, ne? War das so? War das so? Ja? Nein? Doch? Vielleicht? Also hier ging es schon mal durch. Das ist schon mal okay. Dann hier rauf, hoffe ich mal. Hüpf. Ich will nur gucken, ob der Typ wieder da ist. Also der Typ von Drache. Wer nicht? Ja, dann nicht. Etienne's Ring. Sehr schön. Etienne's Ring. Aber ich merke auch, ich spüre auch keinen Drachen. Also es durfte eigentlich keiner da sein. Wäre auch komisch, weil wie gesagt, wir haben den schon platt gemacht. Wenn, dann hat er Nachwuchs bekommen. Einmal nach oben. Und. Ne? Da oben. Da oben schwebt noch einer. Manu. Kann eigentlich gar nicht sein. Hier dürfte keiner sein. Er fliegt trotzdem da oben. Komm runter. Junge, komm runter. Put, put, put. Der haut ab? Nein, der haut nicht ab. Möglicherweise auch ein Bug. Dass der da oben nochmal sich rumtreibt. Oder eventuell, da, wie gesagt, dadurch, dass das Spiel geupdatet wurde, dass das daran liegt. Keine Ahnung. Weil da sein dürfte er eigentlich nicht. Müssen wir ja mal ganz klar festhalten. So, was man auch ganz klar festhalten ist, dass ich hier einfach mal runterhupfe. Ins Sonnenbecken. Und Emme hierhin. Ich emme mich hierhin, genau. Kann ich hier entlang oder wird das ein bisschen... Nee, komm, wir laufen den normalen Weg. Hätte ich auch nicht so zeitig runterhüpfen müssen, weil letzten Endes ist Jacke wie Hose, ob wir dann oben lang laufen oder hier unten lang. Der Weg ist derselbe. Naja, was soll's. So, okay. Hier müssen wir lang. Oh, guck mal da. Böse Möpse. Hallo. So, mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann hier. Einmal Feuer. Bum, bum, bum. Solas hat seine große AOE gezündet. Oder, ja, dann ist ja eine große AOE. Stimmt schon. Und ich zünde mal die hier. Der blöde Koloss. Hopp. Ja, hopp. So, es gibt mehr von euch, als uns bewusst ist. Das ist mir egal. Seid ihr bewusst, dass es auch mehr von mir gibt, als dir bewusst ist? Hey, und hör auf, meine liebe Cassie zu hauen. Auch wenn ich Jungfrauen wollte in der letzten Folge, heißt das nicht, dass ihr in dieser Folge meine Cassie hauen dürft. Nix da. So, da hätten wir hier Ort kennzeichnen. Schlumm. Sichere den zweiten Turm. Den ersten hatten wir wohl schon. Scheinbar. Nee, da Risse bei den Quellen. Achso, das ist auch noch hier. Okay. Naja, wir haben noch zu tun.
Ja, da lang. Nur, dass ich ungefähr auch weiß, was ich denn zu tun habe. Und was ich zu tun gedenke. Hier hinunter. Kommt das hin? Am Ende verlaufe ich mich wieder, bleib irgendwo hängen und komme nirgendwo mehr, obwohl nicht, hier geht's runter. Aber nicht weit. Dämmerstein, der Drache! Hör auf! Ich hab dich tot gemacht! So. Meine Güte. Oder ist hier noch ein zweiter? Das kann natürlich auch sein. Oh, Risse. Risse, hier gibt's Risse. Oh, oh. Also die Schemen halten schon gut was aus. Ihr Dämon der Angst. Du auch. Nein, die noch nicht. Komm hier. Lalalala. Ich muss mal eben mich ein bisschen zurückdrehen, weil die da oben doch ein bisschen Schaden machen. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Bam. Okay, der ist hin. Der nächste, den machen wir auch platt. Keine Ahnung, wo die anderen zwei wieder hinrennen. Fehlt noch was? Vermutlich schon. Ah, da kommen die nächsten. Keine Ahnung, wie wir den Dämon der Angst besiegt haben. War ich gar nicht dabei. So irgendwie. So, hopp. So, so ein Mini-Riss schadet auch nie. Vor allem nicht, wenn es gegen Dämonen geht. Au. Solar ist jetzt erwischt. Boah, diese Viecher hier. Aua. So, komm. Wo Mistsau hier unten? Kann ich da? Ja, da kann ich. Dämon der Verzweiflung, verzweifle. Nasen. Sag mal, gut, ich hätte mich auch ein bisschen runterkämpfen können. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so eine Herausforderung gewesen, aber okay. Warum soll man sich ja auch leichter machen als nötig? Au. Lalalala. Ich meine, runter muss ich früher oder später eh. Brauchen wir uns nicht vormachen. Schließlich muss ich ja irgendwie den Riss da unten schließen. Au, hör auf! Keine Ahnung, wo sich Cassie rumtreibt. Ach, da haben wir noch was. Ein Dämon der Angst. Der macht mir keine Angst. Oh oh. Danke, Cassie. Eieiei, was haben wir denn hier alles hier? So, komm. So, hier runter. Hier hinten ist nämlich noch jemand beschäftigt. Alle weg. Alle tot. Gut. Risse nicht schließen. Das war doch ja, etwas geht's wieder anders. Cassandra? Könnt ihr mir jetzt erzählen, wie sie so war? Wer? Oh, die Göttliche? Ja, tut mir leid. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass der Glaube derart ungewöhnlich zum Ausdruck gebracht wird. Ihre Heiligkeit war eine Visionärin. Ich diente ihr als rechte Hand und hätte es auch weiterhin getan, solange sie mich gebraucht hätte. Aber ihr kanntet sie nicht. Wie ich schon sagte, ich diente ihr als rechte Hand. Ja, ja, schon gut. Ich frag einfach Liliana. Zwischen den beiden war nämlich irgendwas. So trauert man nur in der Familie. Ist das eklig hier. Haben die hier gemacht? Das arme Viech ausgeweidet. Das mit Liliana... Ja... Vera hat eine gute Auffassungsgabe, also sie kriegt schon viel mit. Kann ja sein. Kann ja durchaus sein, dass das so ist. Also ich möchte das jetzt nicht abstreiten oder so. Wir haben hier unten ein sicheres Geleit. Ah ja, genau. Das machen wir dann gleich mal mit. So, da hinten haben wir auch noch eine Sehenswürdigkeit. Haben wir ja ganz schön viel vergessen. Ich dachte, das mit dem Drachen wäre hier als einzige gewesen, aber nein. Da lag ich ja gehörig daneben. Bumm.
Wollte gerade sagen, man kriegt der Schaden, der Templer endlich mal Schaden. Wäre günstig. Komm, fall um. Ist schon wieder einen reingeballert. Von wem? Cassie, mach mal deinen Job. Lass mal die anderen nicht immer mich hauen. Hüp. Einmal einen Schluck Pulle aus der Pulle, genau. Und weiter. Die sind natürlich auch gut auf gutem Level hier. Die hauen mir doch ordentlich Schaden rein. Bumm. Aber okay, das war das Empris ja sowieso die ganze Zeit schon. Auf einem guten Level eben. Und ebenso gut ist es auch, wenn wir es platt machen. Jojo. Bumm. So, Ritter der Toten, Gleichtoten, Templer. Fall um. So, dann nur noch diesen blöden Schrecken hier. So schrecklich kann der ja nicht mehr sein. Also das Feuer macht mit Abstand am meisten Schaden. Ich denke, ich werde weiter dann, also wenn ich das andere Zeug fertig habe. Die Rissmagie, da war ja noch was Schönes. Und dann werde ich aufs Feuer skillen, weil das Feuer geile Sache hat. Und ist, so, okay. Ort kennzeichnen. Meine. Sichere den dritten Turm. Haben wir gemacht. Und ja, als nächstes werden wir uns den ersten, glaube ich, noch vornehmen müssen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Lasst ein kleines Feedback da, einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.